Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Dead Island in der Kanalisation mit dem Christian und mir, dem Freddy. Ja, hallo. Wir haben im letzten Part einen Boomer getötet. Rip-Explodierer. Obwohl, die ist ja nicht der Explodierer, er heißt also, ist ja einfach nur wieder Boomer. Da, das ist dein Metier. Das ist einfach. Moment. Ist, geht das einfach? Okay. Nee, da muss ich tatsächlich die Blockade entfernen. Ach, was einfach mit F gedrückt halten? Ich dachte, das ist ein Aufbrechding mit den Türen. Ich dachte auch, es sah so aus, als könnte ich die Tür aufbrechen, aber nö, nicht mit der Blockade. Was gibt's da schon? Jede Tür so öffnen. Keine Ahnung. Nice. Guck was mir runter. Hallo Sicherheitsmann Zombie. Ja, servus. Ist Sicherheitsmann. Du lebst ja noch. Er lebt ja. Er wird nicht gelebt. Ja. Was war da gerade? Irgendwas mit Plitsch Platsch habe ich gerade als Achievement oder sowas gekriegt. Okay. Nicht Achievement, sondern Einblendung, keinen Plan. Keine Ahnung. Bist du auch ein lebender Zombie? Nee, du bist ein toter Zombie. Da ist ein Lampenöl. Explosiv-Zombie. Mhm. Oh, da ist ein normaler. Gewesen. Boom. Hey, da ist ja noch einer. Servus. Habadere. Haustinei. Also ich bin jetzt gar nicht so der Fan von der Kanalisation hier im Spiel. Ich dachte eigentlich, wir gehen hier nur kurz rein, sagen dem Typen, okay, fertig und dann startet er. Also ich dachte, das ist ein relativ großes spielbares Gebiet ist. Ich okay. Auch nicht. Ist es auch kein so großes Gebiet. Ich weiß noch nicht, ob wir jetzt hier schon quasi am Ende von dem Stadtlevel sind und durch die Kanalisation in den Dschungel kommen oder sowas. Ich würde hier vielleicht noch ein bisschen umgucken und dann gleich aber raus, okay, hier gibt's nichts, sondern danach dann rausgehen. Wir sind jetzt hier eingesperrt. Ja, ich weiß, danke. Ach, Gottchen, ja, ich habe gar keine Ahnung, warum das hier so ist. Oh, eine Kiste. Mit einem verformten Revolver mit 200 Schaden, Junge. Junge. Beleidigung, Junge. Meme. For real. Ich würde da gerne rüberhopsen. Aber geht nicht. Schwer, Moment, ich nehme jetzt Anlauf, ich will darüber hopsen. Prinzipsache. Yep, hat geklappt. Nice, hier ist ein Fact. Nice. Was habe ich gerade? Ich bin wütend geworden anscheinend. Du hast Y gedrückt. Oh, habe ich gefettfingert. Oh, RIP. Wie kommst du auf Y, Junge? Hm? Unter A auf Y rutschen? Ja, ich glaube, ich bin tatsächlich von S auf Y gerutscht. Okay. Ja, ist, also das ist auf jeden Fall blöd, weil dann ist halt die Rage weg und die ist halt schon relativ nice. Was ja. In der Tat blöd, aber mei. Ich geh. Wollen wir erstmal hier reingehen und das machen oder wollen wir erstmal rausgehen und den Nebenquatsch machen? Mir ist das wurscht, ich bin dafür alles offen. Okay, dann machen wir das hier erstmal fertig. Die Zombies meinst du, die machen wir fertig. Ja, und die Quest. Na gut, das lässt sich ja gut vereinen. Der lebt ja noch! Hier ist ein Vetter. Ach, immer diese Verwandtschaftsverhältnisse. Wieso? Vetter. Ah. Ermüdendes Zuckerstockmesser ist hier in dem. Ja. Legitim Schmutz. Würde ich mir freiwillig nehmen. Warum ist das Wasser blau? Warum nicht? So eine schöne Farbe. Warum? Ja, warum macht die Musik auch noch so Geräusche, als wäre es, könnte es hier Radioaktivität beinhalten? Das kann ich dir leider nicht sagen. Vielleicht beinhaltet das ja Radioaktivität hier. Okay. Das habe ich gerade ein bisschen zu spät realisiert, dass das da ist. Ja, ich bin ein bisschen erschrocken dann, als ich es realisiert habe noch. Hier sind noch Sips, wenn du brauchst. Ah, ne, brauche ich nicht. Danke. Können wir hier noch was machen? Hier ist noch eine Tür. Aber die geht nicht auf, super. Okay, geht wirklich nicht auf. Ah, hier.
Hier sind überall diese kleinen Räume mit Werkbanken drin. Hier ist ein Mod. Ah, Gift. Ja, moin. Gift klingt lecker. Schauen wir doch mal, ob ich das giften kann. Ja, das heißt, es ist einfach bestimmt schlecht, aber es ist einfach nur ein Geschenk. Ja. Bauplangift. Ja. Ich habe keine Algen. Ich auch nicht. Na, no, das ist schlecht. Dann können wir kein Gift machen. Aber wir sind keine Japaner, ne? Wieso? Also haben wir kein Sushi bei. Ich bin, glaube ich, Chinese. Das heißt, wir... Ja, ich bin doch hier Xiang, die Chinesin. Ach ja, stimmt. Du müsstest essen, eigentlich... Essen Chinesen eigentlich Sushi? Sushi ist, glaube ich, was explizit Japanisches, meines Wissens nach. Also es wird wahrscheinlich sehr, sehr viele Chinesen geben, die auch Sushi essen, weil es einfach lecker ist. Ja gut, aber das schon, ja. Oh boy. Ah oh. Boom. Warum machst du mal alle Türen zu wieder? Fühl ich mich. Keine Ahnung. Ist geil einfach. Okay. Level up. Und ein kleiner kleine Enthauptung, immer wichtig. Ja. Hier ist noch ein Zip, wenn du einen benötigst. Nee, danke. Was kann ich denn mal skillen? Dreifache EP-Ball, Körperton abschlagen, ist doch nice. Nicht die Tür bitte zumachen? Na gut. Da geht's weiter. Ich bin offen stehen zu lassen. Ich meine, ich habe doch daheim keinen Pfannkuchen, durch den ich mich durchfress. Du hast was? Ich habe daheim doch keinen Pfannkuchen, durch den ich mich durchfress. Das scheint was Bayerisches zu sein. Ich verstehe es absolut nicht. Wenn ein Kind Ausweis? Die Türen hinter sich nicht zumacht, dann sagt man eben, ja, hier Ding, hast du deinen Pfannkuchen, durch die du dich durchfrisst oder. Ui, oder warum machst du die Tür nicht zu? Also selbst was mir, also selbst die Erklärung machst doch weniger verständlich für mich. verstehe ich. Hier ist irgendwas. Oh. Hier ist ja ein Müllhaufen mit nichts drin. Danke für nichts, Spiel. Ich dachte, das wäre was Besonderes. Ja, ich meine, ist es. Meistens ist nämlich was drin. Wenn da mal was, wenn da mal nichts drin ist, dann ist das ja eigentlich was Besonderes, so gesehen. Da gibt's einen Zip übrigens, hinter mir auf dem Weg. Oh ja, ich sehe. Brauche ich nicht. Danke. Warum ist hier eine Wasserflasche, die ich nicht mitnehmen kann? Da wird Kim verdursten. Ihre Muscles are already cramped up. Cramped up? Ne, already cramping, oder? Was sagt sie? Ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß es auch nicht mehr sicher, ehrlicherweise. Nichts. Nischt. Immer wieder nischt. Hey! Das ist ein Explosivboy. Das ist ein abgeschlagener Arm. Da ist ein Fotzerich. Toter. Na dann mach doch mal dein Ding. Kane. Oh hey, das ist eine Tür. Oh hey, das ist ein Rohr. Ja, hier ist eine Tür. Schon wieder das. Hey, das ist ein Radio. Da ist ein Ausweis. Ah, nice. Endlich. Mittlos Medipack. Ja, moin. Dann können wir noch mal alles reparieren. Eigentlich keine schlechte Idee. Also ich hätte halt wirklich gern, dass meine Waffen länger halten. Also ich habe halt schon das Geld, dass meine Waffen so lang halten, wie ich es jetzt skillen konnte. Aber die halten trotzdem noch viel zu wenig. Ist einfach nichts. Ja. Was, wir machen da mal einsperren? Zu, damit das nichts nicht. Nein. Wir machen da nur mal zu, damit das nichts nicht nach außen kommt und alles zu nichts macht. Okay. Verständlich. Hallo, werte Zombies. Okay, wir müssen nach da, wo du gerade aufmachst. Das heißt, wir gehen da erstmal nicht hin. Okay. Wir gucken erstmal nach hier. Dieses rote Kiste. Harmful. Okay. Müll. Dieses harmful. Das macht mehr Sinn, ja. Dieses rote? Orangene. Rechteck mit dem schwarzen X drauf. Schon mal gar nicht so gut. Verstehe nicht. Ich glaube, das könnte so ein bisschen Richtung Müll gehen, Richtung so Radioaktivität potenziell. Ah, okay.
Ich hab's gerade gar nicht gesehen, deshalb. Ja. Hm. Hey, du lebst ja noch. Fuck mehr. Boy, boy, boy. Explosiv Boy. Oh boy! Infort. Boom. Doppelexplosion, weil hinter ihm was lag, was ich einfach zum Explosion gebracht habe. Sexy. Kleinen Schnitt verteilt. Kleinen Schnitt verteilt. Aua! Der hat uns beide gebritzelt. Mich nicht. Oh, mich hat er gebritzelt, aber. Ja, wenn du drin stehen bleibst, dann blitzelt er dich. Wenn ich ihn vorher gebritzelt habe. Oh ja, bin ich wieder wach, also passt alles. Kleiner Schnitt. Ich achte jetzt mehr darauf, Schnitt zu machen, damit ich halt mehr EP bekomme. Hab ich ja geskillt. Was gegen die Wand gefallen und kaputt gegangen. Ja, okay, Feuille. Da ist ein Runner. Da ist Energy Drinks und nicht aufhebbare Kisten. Nicht aufhebbare Kisten. Minecraft-Kisten. Das brauche ich nicht. Mal kurz reparieren. Also, ich beschwere mich gar nicht, dass es so viel gibt, aber es ist halt schon komisch, dass sie halt so häufig hier sind. Das ist schon ein bisschen Overkill. Könnte man wohl sagen. Okay, hier ist anscheinend ein Dead End. Hier ist eine Kiste mit einer schwachen Universalachse. Sie ist leider schwächer als die andere. Obwohl ich weiß nicht, vielleicht ist sie dann upgraded besser. Ich guck's mir mal an. Ich habe ja ein wenig Geld wieder. Ich habe allein hier so wie drin schon wieder 10.000 gemacht. Knapp. Ich glaube auch, ey. Ja, tatsächlich. Ich komme echt auf nahezu 10.000 hier. Oh ne, die ist auch noch schlecht. Also ist ein bisschen schlechter als die andere, aber nicht massiv, sondern nur ein wenig schlechter. Also mir gefällt es, dass ich hier... Okay, ne, wir können hochklettern wieder. Ui. Oh, okay, ja, dann komme ich mit. Okay, hier ist das verstopft, hier ist ein verstopftes Rohr. Zucker. Ja, das haben wir. Ein Bruch, aber ich wollte eigentlich Schnitt verteilen. Hallo? Das Wasser hier ist nicht blau, sondern orangelich. Geh mal rein und probier's. Lecker. Heiße. Tasty as fuck. Okay, da hinten geht's weiter. Das heißt, wir gehen da nicht lang. Okay, wir können woanders gar nicht hin. Da oben ist überall so eine Erhöhung, wo wir nicht raufkommen. Oh, hier sind wir draußen. Sind wir im reichen Viertel? Nur auf Einladung. Oh, wir sind Kapitel 7 schon. Oh, hey. Wir haben gerade Kapitel gemacht. Ja, moin. Wir können bestimmt bald irgendwie reisen oder sowas. Ja. Bonjour, Polizist. Ah, das sind Polizisten. Ich dachte, das sind einfach nur private Sicherheitsleute. Fuck the police coming straight from the underground. Hey, it's good to see some new faces. If you made it, maybe there's more survivors out there, eh? Everything all right? You look like you've been through the bloody ringer. Ja. Okay, erstmal nach oben gehen. Do you hear them out there? If they get in here, the mayor better not know what he's doing. Junge, Alter. Viel zu groß hier alles. Ja. Stimme zu. Ist halt typisch für die Reichen, ne? Sind wir jetzt im reichen Gebiet überhaupt? Ich habe einfach nur geraten, dass wir jetzt hier sind. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur unser Ziel, weil ich habe nicht so ganz zugehört, bin ich ehrlich. Ja, ich habe gar nicht zugehört, wenn ich ehrlich bin. Guess it is. Guess it is. Hier ist ein Lageplan-Dingens. Da kann man auch, glaube ich, schnell porten. Hier hinten. Nice. Aber da haben doch irgendwelche gesagt, also im Radio kam irgendwie, die Punks haben die Polizeistation erobert und sind jetzt hier drin. Ach, da war was. Aber ach, wir sind ja nicht in der Polizeistation, wir sind eher im Rathaus, würde ich sagen. Stimmt, ja. Also hier mehr Rathaus-Vibes. Wir können ja erstmal mit dem Boer hier reden. Hey, okay, wir sind mal Bürgermeister. Oh, in God's name are you, and how the hell did you get inside here? Ja, pass auf, wie man hier redet. Find food and medicine. Well, I'm sorry, but that's impossible. Our supplies are limited, and we need everything we have. That's all I have to say to you for now. People are waiting on me, and I have things to do.
Cutscene. Oh, eine Schneid-Szene. Eine Schneid-Szene? That asshole just said the exact same thing those motherfuckers at the police station did. Wir waren nicht bei Polizeistation. 300 families. The flushest motherfuckers in the city. It's just like New Orleans. As long as they got theirs, who gives a shit if the ghetto burns? And they're just playing for their own team. And I think it's about time we did the same. What are you saying? I'm saying that we have to find that guy on the radio. And the lifeguard? We promised to help. Oh, fuck the lifeguard, man. If not for him, we wouldn't be stuck here like this. Make the call. Jen, are you there? Yes, I'm here. Were you able to get anything? We're calling it off. Come get us at the sewer exit. Wait, wait, what are you planning to do? Look, if we're gonna survive, we need to get the hell out of here. No one here is gonna help us. We're supposed to be the ones helping. We're the only ones who can. I couldn't help my father, but I can help the others. Jin, listen. The best way to help everyone is to find that guy from the radio. He's the only one who understands what's going on. We're only wasting our time. Wen meinen die? I promised I would give people food and medicine, and I will, with or without your help. We're staying with the plan where I'm taking the car and you're on your own. You won't make it without us, doll. You know it's true. And if you leave us here without transportation, we're not gonna make it either. No one's going to make it if we don't help them. The girl is right. What do you want to do, Jin? It's up to you. I want to supply everyone. The resort, the church, the police station. Welche Polizeiwache? Keine Ahnung. We'll supply everyone but the police station. Those assholes can fend for themselves. Then we'll find the voice from the radio. Agreed? I'll be at the sewer exit. Over and out. Also die Lore wird nicht so gut erklärt, würde ich sagen. Nö, ja, nö. Also ich habe gehört, wir fangen sie dann ab und töten sie. Wir haben hier oben eine Aufgabe. Mit Josh, oh, der war vorher im anderen Raum. Oh. Hallo Josh. Ich weiß, wo du was du brauchst. Nicht weit von hier ist ein Markt. The problem is it was overrun by one of the rascal gangs. They'll kill you as quick as look at you. But I know a way through the sewers. It's not an easy trick, but you don't look the type that's easily discouraged. Ja. Interested? Ja, wir waren schon fast am Supermarkt. Sure. Kein Ding, all the entrances to the market are barricaded, except for the one that very few know about. Head downstairs and talk to the guard at the door. That old drunk will let anyone through if you offer him a little favor. It's the only way. Der ist einfach hier unten, oder wie? Hallo. I'm not supposed to let anybody by, but I could turn a blind eye if you could do something for me. Was zum Beispiel? Ja, dann kriegst du halt einen Blowjob. Sure. Aber von dir. Ja. Wichtig. Ich bin gut darin. Nice. So if you could go upstairs to the mayor's office and look for a bottle of booze, I'd appreciate it. Anything will do. Müssen wir jetzt wirklich noch nach oben gehen durch den Verschnaufen? Ich habe schon echt viel mit. The least that pompous jerk can do is make sure I'm properly lubricated. You wanna do it? Thanks. That should wet my whistle for a bit. On your way then. Wet my whistle. Oh hey, Aufstieg. Ich glaube, ich habe einen Punkt. Ich habe in der Tat einen Punkt. Wichtig. Ja. Machen wir das. Boom. Yes. Zu den Abwasserkanälen. Du musst mitkommen. Ist das da unten? Aha. Okay. Ja, ich bin unterwegs. Ich bin in die Ecke gelaufen. Sehr nice. Wichtig. Ja. Suche einen Weg zum Supermarkt. Okay, suchen jetzt schwierig, weil es wird das angezeigt. Da hast du recht, ja. Oh, jetzt Stinkegebiet. Not fuck with me! Ja,
War da gerade jemand? Ja, da war noch ein Zombie, den habe ich kurz. Ach, der ist aufgestanden oder was? Ich dachte, der war tot. Er war dabei aufzustehen, aber ich habe ihm vorher schon den Kopf zertreten. Oh! Mach's Licht wieder aus, ist schöner. Oh, hey! So geht auch. Weg, Kopf. Hier, wir können hey, noch so, ja. Kommt der jetzt her? Hm. Der schöne ja. Ecke. Vielleicht sollten wir für ignorieren. Vielleicht ist ein SCP. Wer weiß. Ja, dann bin ich auch mal für ignorieren. Allein der Gedanke, dass es ein SCP sein könnte, reicht mir. Auch wenn es keins ist. Nicht aufstehen, nicht sein könnte. Ausweis. Hi. Ausweis. Brauchen deinen Kopf nicht mehr. Haben wir jetzt deinen Ausweis. Oh. Schönes Bildchen hier. Ein paar Kinderschädel. Oh geil, ja. Ob das irgendwie relevant noch wird, wer weiß. Hm. Ich weiß jedenfalls nicht, weil ich das Spiel nie so weit gespielt habe. Ja, also ich meine, es ist auch nicht so unbedingt freisehbar, was noch relevant wird und was nicht. Vor allen Dingen, wenn eine Polizeistation angesprochen wird, in der wir nie waren. Ja. Also wir haben von der Polizeistation gehört, aber wir waren halt nie da. Also, oh. Du lebst ja. Vergangenheitsform ist jetzt akkurater. Ja, jetzt auf jeden Fall. Ach Gott. Ich dachte, wir sind jetzt schon am Ende des Ganges. Also wir sind jetzt praktisch da, wo wir hin sollen. Selbstmörderfleisch, okay. Nice. Aber nein, hier haben wir einfach einen neuen Punkt bekommen, wo wir jetzt hinlaufen sollen. Ja, toll. So läuft das halt, ne? Ach, da ist er noch. Heißdreck. Ja, so viel dazu. Okay, hier nächste Tür. Oh, das ist ein Boom Boom. Ja, ich kann mein Messer gerade nicht werfen. Ich habe das halt direkt werfen wollen, aber spielt auch sich so, nö. Weiß ich nicht. Machen Sie dies nicht. Oh. Was denn? Meine Verbindung zum Spiel wurde getrennt, da meine Verbindung zu Steam unterbrochen wurde. Was? Kannst du mir jetzt beitreten? Ich weiß es nicht, lass es herausfinden. Also ich bin jetzt ganz neuer Spieler, ich warte einfach mal. Ich bin in der Tat disconnected in Steam, Friends. Hm. Hm. Warum nur? Wahrscheinlich hat die Steam wieder irgendeinen Müll. Dann kann ich ja währenddessen mal gucken, was ich als nächstes skillen werde. Ich guck mal gerade, ob ich dir joinen kann. Nein, aufgrund eines Kommunikationsfehlers zu Steam kann ich keiner Spielsetzung beitreten. Kannst du das Spiel neu starten? Ja, aber das bringt mir nichts, weil ich sehe in Steam nämlich auch, dass ich disconnected bin zu Friend-Dingens. Kannst du das nicht wieder connecten? Gerade eben nicht. Das ist es halt, nicht? Hm. Dann etwas schwierig jetzt. Dann eine kleine Pause einlegen? Ich denke, das wäre hier ganz angemessen, ja. Da sind wir wieder, mit einem verbundenen Kishi. Yes, ich bin jetzt in Freddy. Nice. Waren wir hier schon mal? Gibt's einen Sip? Aber ich glaube, du musst es ja voll geil sein, wenn du gerade gejoint bist. Ja, ich bin komplett voll. Okay, ich auch. Wir müssen lang schleichen. Hm. Ja, hallo. Okay. Okay. Kleine Schnitzelei hier. Oder hast du mal. Oh, Fleisch genommen. Der ist auch einfach mal explodiert. So, dann haben wir hier jetzt. Ja, da ist wieder so ein. Maintenance Room, wo wahrscheinlich eine Werkbank drin sein wird. Wahrscheinlich, ja. Man kann immer nicht rüberspringen. Mistspiel. Über Umwege nur, ja. Es ist keine Werkbank drin. Oh. Hm. Hm. Unhöfliches Spiel. In der Tat. Auf dem, wenn ich runtergehe, muss ich da gerade schleichen. Wenn ich hochgehe, kann ich einfach durchlaufen. Oder geht's jetzt auch? Na, wenn man runterguckt, dann geht es. Aber wenn man hochguckt, okay. Und scheint ist beim Gucken auch die Kopfhöhe im Spiel mit drin. Lebst du noch? Ja. Faszinierend. Also erstmal beide Ärmchen weg. Na, ich wollte den Kopf auch wegmachen, war nicht so leicht. Ja, ich glaube, wir haben den Ausgang gefunden. Oh, hey. Ja. Guck
Kommt eine Cutscene? Nein, zum Glück nicht. Gucken wir mal, wo wir sind. Ach, auf der Karte. Schon. Keine Karte verfügbar. Oh Gott. Okay. Oh, ich finde aus den Kellern. Oh Gott. Kellern? Ja. Kellern. Die Märzer von Keller. Ja, aber. Oh. Ah, wir sind jetzt tatsächlich in Kellern. Okay, na gut. Wir müssen das Ventil jetzt zumachen, damit der Dampf uns nicht verbrennt. Das kenne ich doch aus irgendeinem anderen Spiel auch. Aus quasi allen meinst du, glaube ich, oder? Wahrscheinlich, ja. Aber ich habe jetzt explizit an ein Steam-Spiel gedacht. Ein Steam-Spiel? Valve-Game explizit, meinte ich. Pardon. Das halbe Leben? Das könnte sogar sein, ja. Lass mich mal bitte durch. Ist ja schon decapitated. Ich habe mal kurz die Rage genutzt. Was hast du benutzt? Bolzen gibt's hier, meine Rage. Ah. Mein Angry Mode. Nägel und Bolzen? Warum sind hier so viele Nägel und Bolzen? Ja, Art. Bauplan Stacheldraht, Ehre. In der Tat, das werde ich mir gleich mal angucken. Das sieht nämlich so aus, könnte ich das sogar anwenden. Mächtiges Eigenbaumesser. Herrgott, sei fix, mach doch jetzt, don't she? Modifizieren, Stacheldraht. Hä? Wen kann ich modifizieren hier? Ach, das Bo. Stacheldraht. Stacheldraht, ja, Baseballschläger, Bo und den ganzen Quatsch. Das habe ich leider alles nicht. Gewöhnliches Hackmesser. Das ist eigentlich. Warum habe ich das nicht ausgerüstet? Das ist doch relativ gut. Dinge passieren, würde ich sagen. Ausrüsten. Haltbarkeit da. Ich sehe ja noch weiter von dem aus. Okay, Machete hat eine relativ hohe Haltbarkeit. Dann will ich einfach mal. Switch mal das hier. Pardon. So. Immer noch Luft im Bauch. Ja, dann lass doch einmal alles raus, ne? Ist doch gut. Ja, aber das klappt ja nicht. Sonst würde ich das ja machen. Fuck. Hallo, aua, Freunde. Aua. Oh, einen Schlag, den habe ich gerade irgendwo rausgenommen, weil ich eigentlich den anderen looten wollte. Ha, hier ist Müll. Müll ist immer gut, ne? Da haben wir noch Müll. Ein Müll. Meine Lampe ist fast leer. Gut. Hier ist eine Kiste. Schädel Orange. Was? Was? Hier, also hast du den hier auch? Ist hier bei dir in dem Einkaufswagen was drin? Nein. Okay, ich habe da gerade den orangen Schädel rausgezogen. Also einfach nur Schädel, Doppelpunkt Orange. Das war einfach ein menschlicher Schädel. Geil. Vielleicht hatte was mit dem Ding da unten zu tun, was wir gesehen haben. Mit welchem Ding? Mit der Schädelkonstruktion. Ah. Vielleicht müssen wir die alle irgendwie zusammenbauen. Vielleicht. Okay, die wollen uns nicht reinlassen. Lebst du noch, Freund? Nein, du lebst nicht. Spätestens jetzt nicht mehr. Oh hey. Okay, da können wir lang. Wir können hier rein. Oh hey, da lebt ja noch. Knappes. Hier sind Sips. Hier ist ein Ausweis auf dem Tisch. Hey. Howdy. Ich schiebe das Bild. Oh, ich habe einen Tresor gefunden. Der ist leer. Ja. Geil. Auf dem Tisch liegt ein Ding. Oh, die Waffe ist gut. Ein Ausweis. Hier auf dem Tisch. Oh. Hank, wo? Ah, ich habe ihn gerade hochgehoben. Ich bin blöd. Ich habe gerade du hast die Pistole gerade nicht aufgesehen, von dem, die hat halt 800 Basisschaden. Das ist halt schon echt gut. Ich habe da gar nicht gegucken können. Okay. Wir hier kam rein, mir noch gar nicht dazu. Okay, ich habe sie einfach mitgenommen, das ist meines. Ja. Na, wo seid ihr denn überall? Zeigt euch, wir schießen euch ins Gesicht. Hier wird ein bisschen gepercht jetzt, Freunde. Yep. Bing bong. Die Zeit ist angebrochen für euch. Oh, kannst du aufwendig supporten, danke. Ich bin nicht der größte Fan von dem Auto-Aim im Spiel hier. Bin nicht der größte Fan von Schusswaffen im Spiel hier. Ja, same. Hauptsächlich im Auto-Aim. Das kann es tatsächlich sein. Ich habe mir auch gerade gemerkt, dass das Auto-Aim hier übel zieht. Und die Leute töten am besten Double-Tap machen. Ich mache keinen Kopfschuss. Also mit Kopfschuss mache ich keinen One-Shot.
Aber mit dem Double Tap funktioniert das super. Einfach zweimal schießen, ist er tot. Das merke ich mir mal. Haben wir das jetzt alle schon? Es wirkt so. Tja. Dafür, dass diese große Töne gespuckt haben, waren die jetzt ziemlich fucking useless. Öffnen. Die ist Markenchampagner. Markenchampagner, die will doch die eine Dame da vom Country Store haben. Stimmt. Svetlana oder so. Ja, genau. Und Zombies. Wir sind überall noch Snacks und sowas. Muss mal gucken, welche Pistole die beste ist. Ich sammle hier gerade alle auf und die sind alle relativ gut. Gut. Gute. Mittleres Medipack auch noch. Hallo, Freunde. Müssen wir mal alle Medikits weg? Ja, das ist doch gut. Na gut, du brauchst sie ehrlicherweise auch dringender als ich, glaube ich. Ja, ich krieg ganz schön auf die Fresse von den meisten Gegnern. Ja. Die Pistole ist schmutzig. Hier liegt ein Ausweis auf der Ecke. Oh, da war Geld drin. Oder ist unter mir quasi. Hast du ihn aufgesammelt? Oh, ja, da ist er, danke. Was ist das für ein komischer Supermarkt hier mit einfach so einem random Ding? Hm. Ja, so, was du sagst. We back here? Oh, well. Drüben ist gerade eine Tür zugegangen. Die das Tür ist da schlecht. Aber ich würde sagen, reicht das noch für diesen Part, oder? Oh! Ja, jetzt wo du das so sagst, nachdem du deinen Part auch noch begonnen hast, beende ich ihn. Also hoffe ich, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Part. Haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss.